So, herzlich willkommen bei Südstadt TV mit der ersten Folge. Unser erster Interviewpartner ist Marc Hartmann von der ersten Mannschaft. Marc, es stehen die Wochen der Wahrheit an. Am Sonntag wird der GSV Dunner zu Gast sein. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Ich muss wirklich sagen, die Woche ist sehr, sehr gut trainiert. Ich denke, wir sind bereit für Dunner. Wird also wirklich ein schweres Spiel. Aber ich sag mal, für sowas lebt man im Fußball, genau für solche Spiele. Jetzt geht es darum, und an dem einen Spiel, jetzt mal am Sonntag, hängt eine ganze Saison. Und das sind wir uns alle bewusst und sind auch dementsprechend motiviert. Ja, die Mannschaft konnte am Sonntag schon in Westenbeuren mit dem 8-1 ein Zeichen setzen. Ich denke, da wollte er natürlich anknüpfen. Ja, wir hatten, muss ich wirklich sagen, in der Saison das ein oder andere schlechte Spiel dabei, muss man wirklich so sagen. Wo wir auch nicht erwartet hätten, dass wir da Punkte liegen lassen. Aber ich denke auch mit dem Spiel in Westenbeuren haben wir nochmal ein Zeichen gesetzt und auch für uns selber nochmal sehr viel Selbstvertrauen gehabt. Und ich denke, wenn man mit der Einstellung, mit der Motivation, mit dem Kampf und auch mit der Spiellaune am Sonntag in das Spiel gehen, dann können wir die Dunner auf jeden Fall packen. Alles klar, dann bedanken wir uns bei Marc Hartmann. Die erste Mannschaft startet um 15 Uhr am Sonntag ins Spitzenspiel gegen den GSV Dunner. Viel Erfolg!